Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Wir schauen uns gemeinsam wieder an, welche Bücher ich in dieser Woche gelesen habe. Ich war diesmal nicht irgendwie im Kino. Ich habe auch noch keine neue Serie angefangen und irgendwie, ja, ist da gerade so ein bisschen der Wurm drin, würde ich sagen. Gerade serientechnisch, mir wäre ja mal nach etwas Lustigem, aber ja, so richtig finde ich da nichts. Also wenn ihr irgendwie Serientipps habt, dann natürlich gerne in die Kommentare. Buchtechnisch war die Woche von den Themen her sehr gemischt und ich packe euch wie immer alle Bücher unten in die Infobox, wenn ihr da was nachschauen wollt oder ja, euch einfach die Bücher näher auch mal ansehen wollt, dann klickt da auch einfach gerne mal drauf. Und ja, wie immer chronologisch, wie ich die Bücher abgeschlossen habe in dieser Woche, und es begann mit Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit. Von Charlotte Roth, ein Roman, der so eine Mischung ist aus Roman und Biografie über Michael Ende, worauf ich mich sehr gefreut habe, weil ich doch ja, die ein oder andere Geschichte von Michael Ende auch wirklich richtig, richtig schön finde. Gehört habe ich diese Woche den zweiten Teil der Leuchtturm-Trilogie von Kira Mohn, Save Me from the Night. Das ist der zweite Teil zu Show Me the Stars. Ist bei mir eingezogen und wurde auch direkt gehört. Dann habe ich mich eines etwas ernsterem Buch zugewandt, so rum. Und zwar Das Verschwinden des Josef Mengele von Oliver Goes. Ein Buch, das auch wieder eine Mischung ist, so ein bisschen aus Fiktion und natürlich echten Tatsachen. Denn Josef Mengele gab es ja im Reich, im Dritten Reich wirklich, und es ist auch einiges bekannt, was danach mit ihm passierte, und das ist so ein bisschen in diesem Buch drin. Und dann ein Buch, das ich sowohl gehört habe als auch gelesen habe, ist Es war einmal von den Gebrüdern Grimm, neue und klassische Märchen. Das Buch ist ja in der Woche bei mir eingezogen und ich hatte auch schon bei Audible mir das kostenlose Hörbuch dazu geholt, und so habe ich das eine Märchen mal gehört und das andere habe ich dann gelesen, und ja, dieses Buch wird jetzt, weil es richtig Schönes auch demnächst verschenkt werden, einfach weil, ja, ich lese nicht so oft in Märchen. Ich glaube, da haben Kinder doch durchaus öfter mal was davon. Aber dazu dann natürlich später mehr. Wir starten mit Die ganze Welt ist eine Geschichte und wir spielen darin mit von Charlotte Roth. Ich bin ein ja, kleiner, großer Fan von den Büchern von Michael Ende, habe auch einiges ja, von ihm gelesen. Ganz bekannt ist natürlich Momo, Es ist die unendliche Geschichte und so weiter, und ja, Geschichten, die einem ja, öfter als einmal im Leben irgendwie begegnen. Es gibt auch viele Zitate, unter anderem auch ja, der Buchtitel selbst, der ein Zitat von Momo ist, und so war ich total gespannt, was Charlotte Roth ja, hier im Grunde ein bisschen in ihren Roman packt, denn es ist ein Roman, es ist keine echte Biografie. Es ist so schön zitiert worden, zuweilen ist Erfundenes hilfreich, um im Verborgenen Geschehenes sichtbar zu machen. Und das ist ein Zitat, das relativ zu Beginn des Romans kommt, was mir sehr gut gefallen hat, weil es natürlich schon das Leben von Michael Ende und so ein bisschen in einem gewissen Zeitraum widerspiegelt. Sie hat auch mit dem Nachbarn von Michael Ende sehr eng zusammengearbeitet. Sie haben recherchiert und es auch zusammengetragen. Und das hat für mich Charlotte Roth wirklich sehr gut gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht groß auf die Geschichte in sich irgendwie eingehen, denn es geht eben um Michael Ende. Es ist seine Art Biografie. Sie verknüpft eben Fakten des Lebens von Michael Ende mit fiktiven Verdichtungen. Sie interpretiert Dinge hinein, sie versucht Dinge verständlich zu machen, nachzuvollziehen, auch Begebenheiten, die Michael Ende hat, zusammenzubringen. Und ich finde, das macht sie wirklich sehr, sehr gelungen. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Michael Ende nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Wie gesagt, es ist immer fiktiv mit einer Mischung eben aus, dass es Michael Ende und viele Begebenheiten darin wirklich gab. Auch Gedankengänge zu seinen Büchern, wie die entstanden, woher Ideen kamen. Und ich finde, diese Geschichte hat am Anfang so ein bisschen gebraucht, bis sie bei mir angekommen ist, weil ich mich auch so davon lösen musste, dass es hier irgendwie eine Art Biografie ist, denn das ist es eben einfach nicht. Das muss man, finde ich, und das
das hat bei mir wirklich ein paar Seiten gebraucht. Das muss man sich einfach klar machen, dass man hier keine Geschichte liest, die eben entweder komplett fiktiv ist oder eben komplett wahr. Es ist diese Mischung, die es für mich auch irgendwie ausgemacht hat. Charlotte Roth schafft es wirklich sehr gut, es irgendwie so als Zwischending ja im Grunde rüberzubringen. Beziehungsweise weiß man manchmal gar nicht, was ist Fiktion und was entspricht im Grunde der Wahrheit. Und wenn man vielleicht sich vorher schon mit Michael Ende beschäftigt hat, dann weiß man natürlich manches Detail von ihm, aber man merkt sich natürlich nicht komplett eine Lebensgeschichte von jemand anderem. Also mir geht es zumindest so, ich kann mir das nicht merken. Und so war die Verknüpfung gerade auch zu seinen Werken, wie ja, die entstanden sind, woher Gedanken gekommen sind, fand ich wirklich super spannend gemacht. Mir hat der Roman sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe am Anfang wirklich einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Ich war aber Michael Ende dann gefühlt wirklich sehr nah, auch seinen Buchfiguren, und das fand ich wirklich toll. Alleine wie das Buch dann endet, fand ich wirklich ganz wunderbar. Habe auch so ein Tränchen im Auge gehabt, weil ich so dachte, es hat mich emotional tatsächlich mitgenommen, weil es Charlotte Roth eben für mich auch geschafft hat, ja, das wirklich zu schaffen. Diese Verbindung zwischen dem Leser und dem Autor wiederum, der aber jetzt ja eine Figur in einem Buch ist, also total irre, das hat sie unglaublich gut gemacht. Und ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der eben gerne vielleicht auch nicht unbedingt weiß, Michael Ende ist, sondern weiß natürlich ja hinter das Autorenleben sozusagen schaut und uns einen wirklich sehr interessanten Charakter auch etwas näher bringt. Michael Ende war ja schon auch an mancher Stelle sehr speziell. Und das meine ich gar nicht negativ, aber er war eben nicht 0815, sondern schon ein bisschen ja, kantiger. Und wer sowas eben auch einfach gerne liest, der ist mit diesem Buch auf jeden Fall ja richtig und sollte auch dazu greifen, weil mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, man muss schon eine Affinität zu Michael Ende haben. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, dieses Buch zu lesen, wenn man gar keinen Bezug zu Michael Ende hat oder zu seinen Büchern hat. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen dabei sein, mit drin sein, das Thema auch irgendwie greifen können, und dann macht das aber wirklich großen Spaß. Und ja, mir hat es wirklich gut gefallen und ich war dann emotional auch wirklich sehr in der Geschichte drin. Das Hörbuch der Woche ist dann Save Me From The Night von Kira Moon. Dabei handelt es sich um den zweiten Teil der Leuchtturm-Trilogie. Der erste Teil war Show Me The Stars, der mich ja total geflasht hat, der mich sehr begeistert hat, der mich total überrascht hat, wie gut er mir gefallen hat. Es wird Mitte Dezember kommt dann noch der dritte Teil heraus, Find Me in the Storm. Auch wieder ein sehr schöner Charakter, der da drin beschrieben wird. Wir haben hier nämlich keine klassische Trilogie, in der die Geschichte weitererzählt wird, sondern wir haben eben eine Serie, wo wir an einem gewissen Ort sind, nämlich in Castledance. Das ist an der irischen Küste. Und dort gibt es eben einen Leuchtturm, deswegen auch die Leuchtturm-Trilogie. Und wir lernen eben drei unterschiedliche Frauen kennen, die wir natürlich schon alle im Band 1 irgendwo so kurz gesehen haben, erlebt haben, die auch schon kurz irgendwie interagiert haben. Und in Band 2 und 3 lernen wir dann die jeweiligen Charaktere eher näher kennen, beziehungsweise greift dann natürlich auch wieder die Charakterin aus Band 1. Also das ist, ja, wir sind im Grunde in diesem kleinen Örtchen und begleiten dort im Grunde, ja, die Menschen und das Leben vor Ort. Und mir hat der erste Teil sehr gut gefallen, eben auch, weil dieses Örtchen so einen speziellen Zauber hatte, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und ich auch, ja, dort im Grunde die Protagonistin toll fand und, ja, mir das Hörbuch einfach Spaß gemacht hat. Gesprochen wird das Hörbuch von Christiane Marx. Die gefällt mir sprachlich auch sehr gut. Ich kann da nicht meckern, auch in höher gestellter Geschwindigkeit hat sie sehr gut noch ihren Dienst gemacht, hat gut betont und es war überhaupt nicht langweilig oder ähnlichem, auch nicht monoton, sondern wirklich sehr spannend und aussagekräftig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Im zweiten Teil treffen wir Sienna wieder, die wir bereits, wie gesagt, auch im ersten Teil schon kurz kennengelernt hatten. Sie ist die Kellnerin im Pub von Dean. Und ja, dieser möchte jetzt im Grunde das Örtchen verlassen, er möchte umziehen, er möchte zu seiner Freundin ziehen und übergibt einem alten Freund, Nial, ja, die Bar, das Pub. Und ja, hier macht sich natürlich Sienna so ein paar Gedanken, was passiert mit ihr, was passiert mit dem Pub, wird sie überhaupt noch gebraucht, wie soll ihre Zukunft im Grunde weitergehen.
Sienna hat mit ihrem Vater sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ist dann eines Tages eben einfach an dieses, in dieses Örtchen ausgewandert, ausgezogen. Ihr Vater ist gefühlt wirklich ein ganz großer Tyrann, der seine Tochter und auch seine Frau eben mit roher Gewalt nahe kommt. Und das war schon ein sehr erhabenes Thema dieser Geschichte. Sie macht sich sehr viele Gedanken über ihre jüngere Schwester Pippa, die noch bei den Eltern sozusagen auch lebt. Und wie es natürlich so ist, wir haben ein bisschen die Vergangenheitsverarbeitung von Sienna, aber es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte, denn es tun sich natürlich Gefühle auf zwischen Sienna und Neil. Und es gibt da aber doch die Themen der Vergangenheit bei beiden, auch was so jetzt in der Gegenwart ein bisschen ist. Und das ist so ein bisschen das Thema. Ich muss tatsächlich sagen, dass das eigentlich schon mein großes Problem mit Band 2 ist, dass sich alles nur um Sienna dreht. Und das meine ich gar nicht eigentlich so negativ, aber im ersten Teil hatten wir eben Castle Dance, wir hatten den Leuchtturm, wir hatten so diese Leichtigkeit der Küste, das irische Leben, wir sind in Pubs gegangen, haben Musik gehört, wir waren da so mitten in diesem Dorf, mitten im Geschehen, und das war das, was mir im ersten Teil so unglaublich gut gefallen hat. Im zweiten Teil dreht sich unglaublich viel um Sienna. Wie ihre Vergangenheit war, wie ihr Vater im Grunde gewaltvoll war, wie ihr Familienleben war, wie sie geflüchtet ist, wie sie dann im Grunde dort angekommen ist, welche Ängste sie in der Zukunft hat, was das auch mit ihren Tun und ihrem Umgang mit Männern so irgendwie auf sich hat. Und das war mir einfach viel zu viel Sienna und viel zu wenig Irland, viel zu wenig Leuchtturm, viel zu wenig dieses irische Feeling. Das ist mein großer Kritikpunkt. Auch die Nebencharaktere sind gefühlt kaum vorhanden, beziehungsweise bleiben sehr, sehr blass. Niall ist ein sehr interessanter und sympathischer Charakter, der aber sehr lange auch sehr nebenbei läuft, bis er dann irgendwann so ein bisschen tiefgründiger erzählt wird und wir überhaupt eine Möglichkeit haben, ihn ins Herz zu schließen. Zudem nimmt auch dieses ganze Vergangenheitsthema, diese ganze Leichtigkeit einer neuen Romanze, die Leichtigkeit, die man aus Band 1 irgendwie kannte, und mir kam auch die Liebesgeschichte viel zu kurz, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich sage das ja selten, weil ich es ja oftmals sehr viel übertrieben finde. Aber das hat mir einfach im Band 2 wirklich sehr, sehr gefehlt. Zudem finde ich auch manche Entscheidungen von Sienna, besonders eine, einfach nicht in Ordnung, einfach nicht nachvollziehbar. Also es geht dann eben um diese Gewalt in der Familie, die der Vater da ausübt. Ich kann irgendwie verstehen, dass man als Kind, als Jugendliche diesen Schritt sich nicht traut, sich einer Lehrerin, einem Lehrer, einem Nachbarn zu öffnen. Über die Mutter müssen wir gar nicht sprechen, dass sie das hinnimmt, dass ihre Kinder geschlagen werden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das kann ich auch nicht beurteilen, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Aber wenn wir hier eine Sienna haben, die eigentlich die Möglichkeit hat, von außen irgendwie jetzt zu steuern und dann sich auch so Sorgen um ihre Schwester macht, ich weiß irgendwie nicht, ob das richtig ist, diesen Part so zu erzählen. Das sehe ich auch als großen Kritikpunkt, dass man eben oft in diesen Büchern Themen hat, wo man sagt, Mensch, man muss doch irgendwie auch mal handeln wie eine Art Vorbild. Man muss zeigen, dass das möglich ist, dass man zumindest sich mal mit dem Gedanken trägt, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte bei Sienna nie das Gefühl, dass sie irgendwie in einem Zwiespalt steht, sondern es war kategorisch sowieso irgendwie ausgeschlossen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, weil ich finde, dass das doch irgendwie, der Verstand, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil man ja so geprägt ist aus seiner Kindheit in diesem Fall, aber also irgendwer müsste doch mal auf die Idee kommen, um zu sagen, jetzt, hey, willst du nicht mal die Polizei anrufen? Und wenn sie dann sagt, nein, aus den Gründen wäre das irgendwie nachvollziehbar, aber dass es überhaupt keiner zum Thema macht und auch sie überhaupt nicht an eine Polizei denkt, das kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich sehr, ich sag jetzt mal, wohlbehütet aufgewachsen bin, auch im Freundeskreis dieses Thema kein großes war. Aber ja, ich fand das einfach ein bisschen merkwürdig und fand es schade, dass die Autorin nicht irgendwie den Mut hatte, da auch Möglichkeiten zu schaffen. Mir hat der zweite Teil gut gefallen. Die Momente, die mir eben gut gefallen haben, haben dann doch
überragt, aber ich habe, wie ihr gehört habt, doch den ein oder anderen Kritikpunkt. Was die Autorin wirklich sehr gut kann, ist ja dieses bildhafte Erzählen, sehr flüssig, sehr modern, sehr schöne Dialoge, wie ich auch fand, die man einfach so das Gefühl hat, dass man eben dabei sitzt. Das schafft Kira Mohn für mich auch im zweiten Teil wirklich sehr, sehr gelungen. Und wäre dieses Jänner-Thema mit dieser Vergangenheit nicht so groß gewesen und hätten wir ein bisschen mehr Leuchtturm, mehr Irland und ein bisschen mehr Liebesgeschichte, wäre das im Grunde auch wirklich für mich wieder ein Top-Buch geworden. Ich werde dennoch zum dritten Teil greifen, weil im dritten Teil treffen wir auf die Hotelbesitzerin, die wir auch schon im ersten Teil ein bisschen näher kennengelernt haben, und die Geschichte interessiert mich eben auch. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch zum dritten Teil greifen. Für mich konnte jetzt der zweite Teil aber nicht mit dem ersten mithalten, was ich persönlich sehr schade finde. Aber ja, ändern kann ich es nicht. Dennoch war es ein gutes Buch, aber jetzt nichts, wo ich uneingeschränkt empfehlen würde. Und ich weiß auch nicht, ob diese gewaltvolle Vergangenheit nicht bei manchem auch irgendwas auslösen kann. Und nein, ich bin jetzt kein großer Freund von Triggerwarnungen, die sind ja auch sehr umstritten. Aber ich weiß manchmal nicht, ob man das immer so lesen möchte. Also so etwas. Also ob man nicht doch eher sich dem Schöneren, ja, das Leben ist nicht nur schön, wird jetzt mancher sagen, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Weiter ging es dann mit einem etwas ernsteren Buch, das mir geschenkt wurde. Und zwar Das Verschwinden des Josef Mengele von Oliver Guest. Und ich habe tatsächlich im Moment darüber auch nachgedacht, ob ich darüber überhaupt in meiner Bücherwoche spreche oder ob ich es nicht still und heimlich lese und gar nicht vorstelle. Ich möchte auch gar nicht zu tief in dieses ganze Thema Zweiter Weltkrieg oder Kriegsverbrechen oder irgendwas gehen, weil ich glaube, man kann im Grunde immer nur alles irgendwie falsch sagen, machen, wie auch immer. Ja, Josef Mengele war ein bekannter Arzt, wurde dann in der Nazi-Herrschaft nach Auschwitz delegiert und war da bekannt als der Todesengel von Auschwitz, der auch Experimente an den Gefangenen vorgenommen hat und mit einem Blick beurteilt hat, ob man noch direkt ins Todeslager kommt oder ob man noch ins Arbeitslager oder in dieses Versuchslager kommt. Das klingt so immer komisch, aber ja, es ist ein sehr dunkles Thema und wer länger auf meinem Kanal schon mit dabei ist, der weiß, dass ich um den Zweiten Weltkrieg einen großen Bogen mache. Nicht in etwa, weil mich das Thema nicht interessiert, sondern weil es mich einige Zeit in meinem Leben sehr interessiert hat. Das begann natürlich in der Schulzeit, wo man damit konfrontiert wird. Ich finde nicht immer auf sehr pädagogisch wertvolle Art und Weise, das möchte ich einfach mal unterstreichen, aber man wird damit konfrontiert und ich habe immer sehr merkwürdig gefunden als Jugendliche, dass man sehr oft die Verbrecher dieser Zeit nicht mehr als Mensch wahrgenommen hat, sondern als Monster. Und mich hat das innerlich immer so ein bisschen gestört, weil ich irgendwie dachte, nein, das sind Menschen und wir müssen die auch als Menschen wahrnehmen, weil wenn wir die einfach als Monster abstellen, dann brauchen wir gar keine Erklärung finden, wie dieser Mensch zu solchen Taten möglich war, also wie er das tun konnte. Das ist ja auch bei Serienkillern und Ähnlichem der Fall. Das sind dennoch ja trotzdem Menschen, die nur unvorstellbar Schlimmes, Böses, Grausames tun und man das eigentlich hinterfragen muss, wie es dazu kommen konnte. Und ich habe da 4, 5, 6 Jahre sehr intensiv viel darüber gelesen, weil ich das Böse in diesen Menschen verstehen wollte. Und so bin ich auch damals schon auf Josef Mengele gestoßen, weil ich auch dieses Böse in diesem doch sehr intelligenten Kopf irgendwie greifen wollte und verstehen wollte. Und ich muss sagen, ich habe natürlich das Böse nicht verstanden. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, weil ich glaube, dann ist mit meinem Kopf vielleicht doch alles irgendwie mehr oder weniger in Ordnung. Ich finde natürlich immer wieder interessant, wenn gerade sehr intelligente Menschen, und das war Josef Mengele für mich, wie er dazu gekommen ist, das zu tun, was er alles getan hat, die Versuche, die er an diesen wehrlosen Opfern im Grunde vorgenommen hat und was eben auch passiert, wenn man Menschen, die wirklich sehr intelligent sind, die aber irgendwo einen Schalter umgelegt haben, so nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man die einfach machen lässt. Ja, unvorstellbar eigentlich für unsere Zeit, wobei man hört genügend Merkwürdigkeiten auf unserer Welt, auch in der heutigen Zeit, und es wird weggesehen, von daher nicht vergleichbar, aber
ich glaube, es gibt auch in unserer Zeit merkwürdige Labore, wo irgendwelche komischen Dinge getestet werden. Und wir werden davon vielleicht auch erst in 50 Jahren hören. Josef Mengele gab es, wie gesagt, also wirklich. Er war Lagerarzt in Auschwitz und er flüchtete 1949 nach Argentinien. Und da beginnt im Grunde die Geschichte, die wir jetzt in diesem Buch lesen. Auch hier haben wir eben Roman, also Fiktion mit wahren Dingen gemischt. Und ja, wir treffen eben auf Josef Mengele, der im Grunde in Argentinien ankommt, dort auf ein Netz von Unterstützern trifft. Er baut sich dann auch unter der Herrschaft von Juan Perón eine neue Existenz auf und merkt aber eines Tages dann doch, dass er gesucht wird und muss ständig fliehen und sich in Südamerika dann eben auch verstecken. Und das begleiten wir im Grunde in dieser Geschichte. Und es ist natürlich manches ja, historisch belegt bzw. auch bekannt, was da in Südamerika vorgegangen ist, gerade weil er natürlich Unterstützer hatte, die davon erzählen noch konnten. Er hat mit seiner Familie in Deutschland noch Kontakt gehabt oder in Europa und da sind natürlich Dinge bekannt. Andere Dinge wissen wir natürlich nicht, weil er hat ja keine Art Tagebuch geführt und das ist es auch nicht. Es ist also wirklich ein Roman. Was ich wirklich betonen möchte in diesem Buch, ist, dass es ein sehr kühler Schreibstil ist, mit sehr kühlen Tönen, mit wenig Emotionen. Und das fand ich unglaublich gut. Also ich glaube, dieses Buch, wenn Emotionen hätte, wenn es sehr nah an Josef Mengele erzählt worden wäre oder vielleicht sogar aus seiner Perspektive, ich glaube, dass das mich viel, viel mehr mitgerissen hätte und auch nach unten gerissen hätte. Denn Josef Mengele ist schon ein sehr, sehr dunkler Charakter, würde ich jetzt einfach mal sagen, der es schafft, einen einzunehmen, für sich zu gewinnen. Und am Ende stellt man sich die Frage, ob man jetzt eigentlich auch total verrückt geworden ist. Es ist, wie gesagt, ein Roman, keine weiterführende Biografie in irgendeiner Art und Weise. Und seine Flucht ist sehr spannend gestaltet, wird hier sehr interessant dargestellt. Man fiebert tatsächlich auch so ein bisschen mit, was sich sehr oft sehr falsch anfühlt, weil man ja eigentlich will, dass er geschnappt wird, dass er dafür, was er getan hat, bestraft wird. Aber man hat natürlich doch irgendwie einen Bezug zu Josef Mengele und also ja, fiebert dann tatsächlich mit, wenn er da auf der Flucht ist. Und das ist etwas, was ich sehr interessant fand, an mir zu beobachten und auch sehr spannend fand, wie das Oliver Guez im Grunde rübergebracht hat. Es gibt sehr viele Blicke in die Vergangenheit von Josef Mengele, auch zu seinen Grausamkeiten im Dritten Reich. Und das ist schon etwas, wo ich sehr oft sehr viel geschluckt habe, weil es sind eben einfach Grausamkeiten, Gräueltaten, die da geschehen sind, die man an keiner Stelle also schönreden kann oder will oder muss. Oder also das ist einfach, wie es ist. Ja, das kann man auch nur so stehen lassen. Es ist für mich tatsächlich an mancher Stelle sehr schwer zu ertragen gewesen. Und obwohl ich schon viel vor 10, 12, 15 Jahren darüber gelesen habe, mit Anfang 20, ist es doch immer wieder dieses wehrlose Gefühl in einem, wo man einfach irgendwie sprachlos und auch gedankenlos, also da sitzt und auch nichts mehr denkt, nichts mehr fühlt und das Gehirn wahrscheinlich auch einfach sagt, das kannst du gar nicht greifen, das kannst du nicht verstehen, da blende ich irgendwie aus. Also das ist immer so mein Gefühl und das hat dieses Buch tatsächlich auch gemacht und es hat mich an mancher Stelle auch sehr fassungslos zurückgelassen. Zudem finde ich, dass das Spagat zwischen der Wahrheit und Fiktion dem Autor sehr, sehr gelungen ist, wenn ich es auch etwas gefährlich finde, weil man eben nicht immer klar unterscheiden kann, was ist jetzt die Fiktion, was ist die Wahrheit. Also ja, es ist, wer sich mit dem Thema beschäftigt, auf jeden Fall sehr spannend, es ist sehr interessant, es eröffnet auch das ein oder andere Neue. Und ich finde eben einfach Josef Mengele als Mensch sehr interessant und bin eben wirklich davon fasziniert, was dieser intelligente Mensch dann irgendwann gemacht hat, um Dinge zu erforschen, die total merkwürdig sind und eben auch wie er das tat. Und natürlich ist das Dritte Reich an und für sich eben einfach eine Grausamkeit, eine Gräueltat und alle Mitwirkenden, auch eben diese Lagerärzte, die, ich sage doch, mit einem sehr großen freien Willen da mitgeholfen haben. Ja, ich finde da auch irgendwie nicht die richtigen Worte. Ja, wer sich, also Josef Mengele zum Beispiel kennt man auch aus Schindlers Liste.
Also man kennt diese geschichtliche Figur und ja, ich kann das Buch tatsächlich eigentlich irgendwie empfehlen. Ich kann es empfehlen, weil es wirklich etwas in einem macht und eben auch Josef Mengele einfach so ein interessanter Charakter ist. Und besonders eben dieses, dass jemand, der so intelligent ist, freiwillig diesen Weg mitgeht. Weil es gab ja doch, glaube ich, relativ viele, die auch einfach nur einem Befehl gefolgt sind, was natürlich nicht als Ausrede gilt, aber wo man dann einfach sagt, okay, diese Mitläufer gibt es halt immer, die gibt es auch heutzutage. Aber wenn man hier so einen, ja eigentlich Star, auch am Ärztehimmel der damaligen Zeit hat, der spannende Ideen hatte über die Menschen, der so abdriftet, dass man, also man das wirklich nur noch widerlich findet. Aber ja, ein Buch, das mich jetzt, denke ich, auch noch ein paar Tage in Gedanken begleiten wird. Und ich auch ganz interessant fand, wie Guez tatsächlich so ein bisschen über Mengele dann auch dachte und auch gesagt hat, dass er ihn sehr lange auch in den Träumen dann begleitet hat. Und das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Ja, so, Schluss mit den ernsten Themen. Wir machen weiter mit einem Märchenbuch. Ja, etwas ganz anderes. Und zwar, es war einmal von den Gebrüdern Grimm, neue und klassische Märchen, ein Buch, das es kostenlos gab oder auch noch gibt. Zum Beispiel in Buchhandlungen war es kostenlos ausgelegt. Es gab es bei Amazon. Es gibt es noch als E-Book, kostenlos auf allen Plattformen. Es gibt es bei Audible kostenlos zum Hören. Und ich habe es gehört und gelesen. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass dieses schöne Exemplar bei mir angekommen ist. Ich habe jetzt schon vereinzelt gehört, dass es bei einigen gar nicht mehr ankam, dass es relativ schnell weg war. Wie es halt sehr oft bei kostenlosen Dingen ist, die sind natürlich sehr gefragt. Und es ist haptisch wirklich ein wunderschönes Buch und es wird bei mir nicht bleiben. Es wandert im Freundeskreis zu einer lieben Freundin mit zwei kleinen Kids, wo ich einfach sage, da ist das Buch wunderbar aufgehoben. Es hat wunderbare Illustrationen, es ist richtig, richtig schön aufgemacht und ich habe mit dem Hörbuch angefangen, weil das Buch eben gefühlt hat doch ein bisschen länger gebraucht hat. Und habe dann aber jetzt sehr hin und her geswitcht zwischen dem Hören und dem Lesen. Also es ist wirklich richtig, richtig schön in der Aufmachung. Und was mich tatsächlich gewundert hat, ist, dass sehr viele auf Amazon gemeckert haben, dass das Hörbuch nicht kostenlos ist, weil man einen Audible-Account braucht. Wo ich so dachte, naja, wo sollte man das Hörbuch auch sonst hören? Und Audible gehört nun mal zu Amazon. Also ja, man braucht dann irgendwie einen Account. Man kann aber durchaus auch einfach mit seinen Amazon-Benutzerdaten sich bei Audible anmelden und hätte dann Zugriff auf das kostenlose Hörbuch. Natürlich braucht man irgendwie die App, aber wie will man es sonst hören? Also ich weiß nicht, was manchmal die Erwartungshaltung von Menschen ist, ob die jetzt denken, sie bekommen einen Download-Link, den sie dann irgendwo auf ihrem CD-Player anhören kann. Also ich fand das ein bisschen komisch. Verstehe tatsächlich auch nicht immer die Kritik. Über Amazon kann man meckern, wie auch immer. Aber ja, in dem Moment ist das ein kostenloses Buch zum Weltkindertag. Und man konnte das ja auch auf anderen Buchplattformen bestellen. Beziehungsweise ich glaube sogar, man konnte regulär in eine Thalia gehen oder in Hugendubel oder was auch immer und konnte sich das holen. Deswegen verstehe ich immer die große Kritik nicht. Ich finde nicht alles gut, was Amazon macht, aber ja, dafür kann dann auch Amazon nichts, wenn halt irgendwann der Bestand der Bücher weg ist. Und dass die natürlich ihr Hörbuch irgendwie mit ihrer eigenen App, mit Audible verknüpfen, erscheint mir auch irgendwie logisch. Und das E-Book, aber zum Beispiel gibt es überall zu bestellen. Das kann man überall herunterladen und dann eben auf dem E-Book-Reader oder irgendeiner App dann auch lesen. Zu den Geschichten muss ich sagen, es sind natürlich altbekannte Märchen der Gebrüder Grimm. Es sind aber auch neue, die dazukommen. Unter anderem von Poppy J. Anderson, Noah Fitz, Friedrich Kaltenstein, Ini Lorenz, Halo Summer. Und wir haben immer ein Vorwort von einem Promi, egal ob es Joey Kelly ist, ob es Jens Lehmann ist, ob es Annette Frier ist, Frau Koludowig, Peter Klöppel. Also fand ich sehr spannend. Ich fand es auch sehr schön im Hörbuch tatsächlich gemacht. Ich fand die Sprecher sehr spannend. Man findet auch hinten nochmal die Biografien der Einzelnen. Mir persönlich gefallen die Märchen der Gebrüder Grimm sehr, sehr gut. Ich lese sowas immer sehr gerne und viele der Geschichten sind natürlich mittlerweile auch bekannt, weil sie ja auch alle gefühlt irgendwie verfilmt sind, dank Disney.
kennt man viele Geschichten, Märchen von damals, eben jetzt auch in wunderbarer Filmform. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind tatsächlich die neuen Geschichten. Mit denen hatte ich so ein bisschen meine Probleme, weil sie manchmal Geschichten waren, die irgendwie zwar neu interpretiert wurden, aber auch manchmal einfach nur umgedreht wurden. Da muss ich wirklich sagen, war da nicht immer mein Geschmack dabei. Märchen sind eben was Schönes und ich glaube, dass Kinder damit natürlich sowieso immer mehr Lust und Spaß haben, als es vielleicht uns Erwachsenen damit geht. Aber ja, ich bin jetzt vielleicht auch einfach zu alt für neu interpretierte Märchen. Ich weiß es nicht. Ein schönes Buch, wenn ihr Hörbücher mögt, hört auf jeden Fall mal bei Audible rein. Mir hat es Spaß gemacht, die eine oder andere Geschichte zu hören, die andere zu lesen. Ich finde auch wirklich das Buch in der Haptik wunderschön. Also es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ja, so eine Aktion zum Weltkindertag finde ich wirklich toll. Jetzt kann man sich natürlich noch drüber streiten. Steffi, du bist ja eigentlich kein Kind mehr, hast auch keine eigenen Kinder. Was wolltest du mit dem Märchenbuch? Also auch ich bin natürlich ein Opfer von schönen Büchern und habe aber auch relativ schnell beim Lesen gemerkt, dass das einfach in Kinderhände muss. Und da kommt es jetzt auch demnächst hin und dann werden sich die Kinder hoffentlich darüber auch freuen, wenn das so ein Herbstbüchlein dann irgendwie wird zur Märchenzeit. Und ja, kann ich also empfehlen. Ist wie gesagt jetzt einfach nur schwierig noch zu bekommen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das echte Buch zu bekommen oder das Hörbuch oder das E-Book, ja, dann schaut euch das gerne einfach mal an, wenn ihr Märchen mögt. Hier werde ich jetzt schon von der Seite beobachtet. Auf meinem Notizzettel steht jetzt nichts Großartiges mehr. Ich war nicht im Kino, ich habe keine Serie geguckt, ich habe auch keinen Film irgendwie mir angesehen. Die Woche war ja, relativ normal, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit ja, doch sehr spannenden Büchern, wie ihr ja jetzt schon gehört habt. Ansonsten gibt es tatsächlich nichts Großes zu erzählen. Nein, ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Gibt auch keine Ankündigung für irgendwas. Nein, glaube ich, auch nicht. ich muss immer so ein bisschen nachdenken, weil ich vergesse auch manchmal auf meinem Notizzettel irgendwas zu schreiben. Und da ich hier von der Seite so angehimmelt werde, ich glaube, da will jemand kuscheln, denke ich, war es das für die heutige Bücherwoche. Schaut gerne einfach mal in die Infobox und zu den Infos zu den Büchern. Und mich interessiert natürlich, ob ihr eins der Bücher schon kennt, die ich heute vorgestellt habe, ob ihr welche davon auf dem Stapel der ungelesenen Büchern auf dem Sub habt oder was ihr auch einfach diese Woche gelesen habt, ob da vielleicht ein Highlight dabei war. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.